So, und da sind wir auch wieder zurück mit der nächsten Portalrolle. Mit der letzten vorerst mal. Diese Portalrolle, versunkener Tempel. Ich glaube, das wird interessant, weil das nämlich keine Levelangabe hat. Level 23, das ist so mein Level. Oder es ist etwas, was sich mein Level anpasst. Dein Begleiter flieht. Er wird nicht mehr angreifen und keine Gegenstände mehr für dich aufheben. Die Gesundheit von Begleitern regeneriert sich langsam von selbst, aber du kannst deinen Begleiter auch heilen, indem du einen Trank... Alles klar. Ja, das ist... Boah, das hat richtig gefressen. Sag nicht daran, dass ich nicht auf meine Nachthaare aufpassen konnte. Sondern das Problem lag einfach daran, dass meine Nachthaare einfach von diesem... Entschuldigung, aber meine Nachthaare war nicht schlau genug, da einfach durchzurennen. Er kommt runter. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, aufgeladener Mönchstar. Mönchsstab ist vielleicht gar nicht mal... Es ist ein ganz gutes Ding, aber ich bin halt kein Zauberer oder so. Dementsprechend ist das für mich alles nichts. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich... Aufstieg. So, neue Zombies. Stufenaufstieg, habe ich ja gesagt, mache ich den Blockdings. Und Ruhm mache ich dann Dingsbums. Das ist mit dem geklauten Mana, ist das super. Ich kann einfach Mana mitnehmen und Feuer frei. Mein Mana ist wieder voll, das ist wunderbar. Ja. Oh. Oh. Okay, das ist cool. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt automatisch gemacht hat oder ob ich den Hebel manuell anklicken musste. Da war ich zu schnell für. Aber ist ja kein Problem. Und wir erwarten ganz viele Skelette. So, die Kleinen könnte ich eigentlich... Ja. So, lassen wir mal den Zombie hier so ein bisschen rumeiern. Immer schön Begleiter beschwören. Mein Gepäck ist... Oh, Entschuldigung. Nachthaare, du bleibst passiv. Lass das die beschwörten Viecher machen. Du sollst auch nichts tragen, du sollst schießen. So. Oh, komm schon. Falscher Knopf. Das kann rüber, das kann rüber. So, langsam komme ich wirklich in die Bredouille. Erfordert Stufe 26, nein. Einfach aus dem Grund, ist zwar ein ganz gutes Ding, aber ich habe Besseres. Beinschienen müssen immer noch besser. 44 Rüstung. Das wäre jetzt eine Sache, wo ich sagen würde, okay,
Da kriege ich mehr Rüstung. Aber auf der anderen Seite... Oh, Supermana-Trank. So, dann kommen die nämlich rüber. Die kommen hier hin und dann benutze ich zum Notfall diese großen. Yeah. Ah, was haben wir hier? 20 Rüstung. 20 Rüstung ist dann wirklich also doppelt so viel, da muss ich sagen. Das tut natürlich weh, aber auf der anderen Seite irgendwann kommt der Zeitpunkt. Okay, 3, was haben wir hier? Plus 5 auf Magie, plus 3 auf Geschick. Was haben wir hier? Plus 23 Eisschaden, 3 Geschick und 3 Stärke. Warum habe ich so viel abgelegt? Ich verstehe nicht, warum die jetzt so viel abgelegt hat. Tribut auf Verteidigung. Ja, da würde ich die Glutsteine gerne behalten. Dementsprechend. Ich habe einen Hebel gedrückt und dann hat sich nur diese Fackel aufgemacht. Jetzt muss die an und dann fängt... Okay, 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 ich verstehe. Ich verstehe. Stärke 11. Okay, das kam rüber. Was haben wir hier? 23, Stärke 11. Nee, ich mache keine Stärke. Das ist wahrscheinlich mein Problem. Oder ich komme langsam an den Zeitpunkt an, wo ich jetzt wirklich Stärke machen sollte. Sollte ich wirklich mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mana nicht ausreichen. Gut, wenn der Mana nicht ausreichend ist, dann schieß auf das Vieh. Oder so. Ich habe jetzt nichts gesehen, muss aber auch nichts bedeuten. Ah, da ist ein Hebel. So. Okay. Alles klar, jetzt weiß ich, dass das wieder funktioniert. Die Frage ist nur, ist mein Nachtara dafür bereit? Das ist ja das erste Mal, dass sie hier ein bisschen rumeiert. Stab des Meisters, das sieht alles richtig gut aus. Stab des Meisters ist nur mal Stab des Meisters, oh du Nimmel. So, 29 Stunden Rüstung weg. 4% Zaubertempo brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kann weg. Kann weg. Bin ich mir gar nicht so sicher. Kann aber auch weg. Okay. Kann ich mal nach Taran nicht mal in die Stadt schicken? Auf den Weg gemacht. Wunderbar. Gehe ich trotzdem nochmal hier runter. Eine Falle ausgelöst. Naja, predigt ein bisschen, meine Güte.
Oh, super Heiltrank. Wunderbar. Es läuft. Es läuft doch sehr, sehr gut. Ja, ich bin mal gespannt, was eigentlich das Maximum-Level ist. Das würde mich mal interessieren. Weil aktuell gehen wir auf die 30. Ja, gut, 25, ne? Bleibst du auch mal stehen, du Lümmel. Das sind meine Zombies, die hier so komische Geräusche machen. Ruhm. So, nach Tara ist noch 20 Minuten unterwegs, 20 Sekunden unterwegs, das ist ganz gut. Kann ich hier nochmal richtig reinkacken. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Super. So. 11 Stärke. Stärke. 22, 24 Rüstung. Ah, ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht doch wirklich mal eins auf Stärke machen sollte. Mal hier so ein. Eins auf Stärke, dafür aber 4 Rüstung mehr, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Ist ein ganz guter Handel. Dementsprechend. Ist alles ganz nett, aber ganz ehrlich, brauche ich so gut wie gar nicht. Jetzt, da gab's ordentlich. Hallo, nimmst du mal alles mit? Danke. Wunderbar. Das bedeutet aber, Elementarüberlassung, Selbstheilung ist alles ganz nett, aber nach Tara kann die Selbstheilung 3, ne? Selbstheilung 1. Das reicht aber für die nach Tara auch. Hier irgendwo Feuerball. Nein, ich bin aber eigentlich mit Stadtputtern und so einem Kram zufrieden. Auf der anderen Seite habe ich ja jetzt auch nicht großartig Probleme. Ah, 222. Es wird langsam. 21 erfordert Stufe 27. Einfach so, das ist super. Da muss ich nämlich nichts auf Stärke machen. Und was haben wir hier? Erhöhte Erfahrung und 4 Bonus auf Stärke. Fordert auch Stufe 27. Stehen tragen.
Nee, das bleibt so, wie es ist. Das sieht ganz gut aus. Schon ganz nett, wenn man da Mana klauen kann. So eine kleine Sache, die man dann bei... wo man sich dann gegen Magier so ein bisschen verteidigen kann. Kann man auch einen Dungeon aufrollen. Nicht identifiziert das Dingsbums. Das war lila, das bedeutet es richtig gut. Schon, du kleiner Schamane. Was willst du denn machen? Hm? Du bist ganz allein. So, super Heiltrank Gold, super Heiltrank Truhe, ganz viel Zeit. Hat da jemand mit den Soundeffekten vielleicht ein bisschen übertrieben? So, jetzt wird's interessant. Das kann weg. Das kann weg. Der Bogen kann weg. Ich brauche neue Identifizierungsschriftrollen. Weil da war nämlich irgendwas Geiles dabei und ich weiß nicht genau was. Dementsprechend, begrüßt seid ihr. Du sei auch begrüßt, mein Freund. So. Viel Glück. Ja, gute Nacht und viel Glück. Die arke Buse. Guck sie dir an. Holy moly, Broly. Reflexbogen ist natürlich super. Aber guckst. Ah. Yeah. Der ist schon mächtig, aber guck mal jetzt. Sorry, aber. 21 plus 7, 16 plus 7, okay. Was haben wir denn hier? 249, 235 und hier 39 und... Mein Inventar ist voll. Also, okay. Gegrüßet seid ihr. So, dann kann das weg. Das wollte ich ja vorerst mal behalten. Das bedeutet, ich gehe jetzt zu den hier, hol mir meine Blutsteine zurück. Hier genauso. Wunderbar. Und dann stecke ich die erstmal alle in meine Truhe rein. So, beschädigter Kernglutstein, Stärke auf Bonus auf Stärke. Der kommt hier hin. Was haben wir hier? Ein farbloser Glutstein. Das ist ein Totenkopf. Und hier plus 3 Rüstung und plus 4 Damage. Die beiden würde ich gerne mal kombinieren. Geschick und Treffer verringert. Das mache ich jetzt mal. Die zwei will ich kombinieren und die beiden. Was haben wir hier? 9 und 6, okay. Yeah, 3 und 3, das ist super. Was haben wir hier? 4 und 3. Das Glück ist Ihnen hold. 9 und 5, was haben wir hier? 2 Gesundheit auf Waffe und 2 Attribut auf Stärke. Glück ist auf Ihrer Seite. Und hier jeweils 4 und 3. Passt auf euch auch. Wunderbar. Was das angeht, war das schon mal sehr positiv.
Wunderbar, super. Klappt doch einigermaßen. Hallo. So. Ich finde es immer super, wie die Hallo grüßen. Das hat sowas. Ja, was Erheiterndes. So, erstmal den ganzen Shit hier verkaufen. Passt auf euch auf. So, und jetzt kann ich entweder mit der Hauptquest weitermachen oder ich gehe jetzt zu dem Laden und hole mir nochmal diese ganzen Portale. Aber ich glaube, wir sollten langsam mal hier mit dem Dungeon weitermachen. Vielleicht kann ich ja noch mit jemandem quatschen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich vielleicht noch ein paar... Okay, hier habe ich noch eine Quest offen. Und 3 Stück, also von daher alles super. Der hat auch nichts mehr zu melden. Erstmal, alles klar, okay. Dann kann ich auch mit dem Dungeon weitermachen. Da muss ich mal gucken, wie ich jetzt den Part benenne. Weil ich würde dann sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Der letzte Part war ja so lang, dementsprechend... Ja, mache ich den jetzt hier nicht so. Mache ich den jetzt noch ein bisschen kürzer. Dementsprechend. Jo, bis dahin. Macht's gut. Ciao mit V.